Herzlich willkommen zur Stunde des Höchsten, dem Fernsehgottesdienst zum Auftanken. Ich muss Ihnen kurz von Herbert erzählen. Herbert hat einen richtig tollen Job. Er baut nämlich Wanderwege in den Bergen und das schon seit über 30 Jahren im Südtiroler Gebirge. Da räumt er Steine aus dem Weg, baut Geländer und sogar Brücken. Und er passt sich dem Berg an. Jeder Weg wird anders. Der Herbert arbeitet langsam. Pro Tag schafft er nicht mehr als 30 Meter. Und er kennt den Berg. Und er akzeptiert ihn. Wenn es kein Vorbeikommen gibt, wählt er eine andere Route. Und wenn das Wetter verrückt spielt, ja, dann wartet er ab. Ich finde ja, wir brauchen mehr Menschen wie Herbert. Nicht nur um Wanderwege zu bauen, sondern auch sonst im Leben. Um Menschen durchs Leben zu begleiten. Manchmal ohne, dass man sie sieht. Um Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Um zu unterstützen. Wir sind auf dem Weg. So lautet unsere kleine Themenreihe. Und heute geht es um Begleitung auf diesem Weg. Und es gibt sie. Die Menschen, die so sind wie Herbert. Ich muss nur genauer hinschauen. Sie sorgen dafür, dass alte Menschen gepflegt werden, dass geflüchtete Menschen Deutsch lernen oder einsame Menschen etwas Abwechslung bekommen. Das sind Menschen wie Christoph Lutz. Der ist Erziehungsleiter und begleitet Jugendliche in Grenzsituationen. Und da möchte er Hoffnung geben. Und wie er das tut, das erfahren Sie gleich. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Thank you.
Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Steht er mir zur Rechten, so werde ich festbleiben. Darum freut sich mein Herz und meine Seele ist fröhlich. Auch mein Leib wird sicher liegen, denn du wirst mich nicht dem Tod überlassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Grube sehe. Du tust mir kund den Weg zum Leben. Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Mit dir dürfen wir unterwegs sein, Gott. Wundervoller Vater, Jesus Christus, Heiliger Geist. Nie bin ich alleine. Du bist mein Begleiter auf all meinen Wegen. Zu dir darf ich kommen, so wie ich bin. Mit allem, was mich beschäftigt und bewegt. Und du gehst mit mir. Ich gehe mit dir Hand in Hand. Das hast du zugesagt. Und auf dich und auf dein Wort kann ich mich verlassen. Danke, Herr. Amen. Kinder und Jugendliche brauchen Begleitung durch das Elternhaus, durch Freunde, Bekannte oder Lehrer. Aber wenn das alles wegbricht aus den unterschiedlichsten Gründen und die Kinder und Jugendlichen in ihrer Entwicklung gefährdet sind und eine Betreuung außerhalb der Familie benötigen, dann kommen Menschen wie Christoph Lutz ins Spiel. Schön, dass Sie da sind, Herr Lutz. Sie begleiten Kinder und Jugendliche in besonderen Umständen. Was sind das für Umstände? Also ich arbeite im Hoffmannhaus, das ist eine Jugendhilfeeinrichtung hier in Wilhelmsdorf in der Nähe. Und wir begleiten Kinder, die aus entweder familiären Gründen oder aus Gründen, die in ihrer Persönlichkeit liegen, irgendwie durch schlimme Erfahrungen, was auch immer, aus ihren Bezügen herausgefallen sind, die nicht mehr in die Schule gegangen sind beispielsweise, die eventuell vom Jugendamt aus einer Familie herausgenommen werden, fremd untergebracht werden. Wir haben manchmal Kinder, die durch Trennungsgeschichten zerrissen sind zwischen Mama und Papa und wo Eltern, wenn Eltern es nicht schaffen, auf eine gute Art und Weise miteinander umzugehen. Wir haben Kinder bei uns, die mit sich, in sich Probleme tragen, psychiatrische Krankheitsbilder beispielsweise haben. Es gab vor Jahren, war das, also man kennt dieses Zappel-Philipp-Thema ADHS, wo Kinder einfach sich nicht konzentrieren können und damit auffällig sind und die dann beispielsweise aus der Schule rausfallen, Probleme haben dort. Oder auch Kinder, die beispielsweise von einer Autismusform betroffen sind, Asperger-Autismus. Wir haben Kinder bei uns, die Gewalt erlebt haben, die Missbrauch erlebt haben, die also auch traumatisiert sind. Also ganz unterschiedlich, ja? Und die eben Hilfe brauchen, Hilfe benötigen. Und Sie sagen, Sie kommen zu Ihnen. Wie sieht Ihre Aufgabe aus? Was genau machen Sie? Wir sind eine Jugendhilfeeinrichtung, die zum einen eine Schule hat, mit kleineren Klassen, speziell für Kinder, die eben aus der Regelschule herausgefallen sind, die besondere Schulformen benötigen, mit dem Ziel, dass sie vielleicht wieder Spaß an Schule bekommen, sich wieder ins Lernen reinkommen und damit dann vielleicht auch wieder in die öffentliche Schule gehen können. Das ist so die eine Idee. Die wohnen dann teilweise noch zu Hause und besuchen einfach die Schule. Oder sie leben zu Hause, werden in einer Tagesgruppe begleitet, also tagsüber schulische Förderung, aber auch soziales Lernen wird da trainiert. Und wir haben Kinder bei uns, die nicht mehr zu Hause leben können,
entweder weil es einfach von der Entfernung her nicht geht und der Bedarf einfach etwas höher ist, die können trotzdem regelmäßig dann immer wieder nach Hause fahren. Aber wir haben auch Kinder bei uns, die vielleicht für eine bestimmte Zeit oder auch lange Zeit nicht nach Hause dürfen, weil Jugendamt vielleicht Sorgerecht entzogen hat von Eltern, weil Eltern selber so große Probleme haben, im eigenen Leben klarzukommen, weil es da vielleicht um psychische Erkrankungen oder Sucht geht und Jugendamt dann eben Verantwortung übernommen hat oder da eingegriffen hat. Und diese Kinder wachsen dann teilweise auch über lange Jahre bei uns auf. Wie gestaltet sich dann das Leben in der, nennt man das dann Wohngruppe? Genau. Wohngruppe heißt dann tatsächlich, dass wir vielleicht wie in, vergleichbar wie in einer Art Großfamilie, wie das früher mal so war, ganz bewusst auch altersgemischt, kleinere Kinder und größere Kinder, teilweise auch geschlechtsgemischt. Wir haben ja Wohngruppen, wo Jungs und Mädels leben, dass wir versuchen, Alltag zu gestalten und gemeinsam Alltag zu leben mit allen Themen, die dazugehören. Das heißt, da geht es dann um Tagesstruktur, da geht es darum, dass die Kinder auch lernen, dass das zum Zusammenleben eben auch gehört, dass ich auch bestimmte Aufgaben mit übernehme. Es geht um schulische Förderung, es geht um Freizeitgestaltung. Es geht darum, wenn es so weit wie möglich Normalität zu leben, was nicht normal ist und auch nie sein wird. Ja, es ist immer eine ganz besondere Situation. Aber wie stellen Sie sich dann auf diese unterschiedlichen Persönlichkeiten ein? Ja, wie stellen wir uns auf die Persönlichkeit? Also es ist nun mal so, dass tatsächlich die ganze Situation keine normale ist. Kein Kind, das bei uns ist, möchte gerne bei uns sein. Da ist immer irgendein Druck, irgendein Zwang dahinter. Wenn es gelingen kann, dass die Kinder erleben, ich habe mir das nicht rausgesucht, die Erzieherinnen und Erzieher, die jetzt hier sind und die mich begleiten, die sind nicht meine Feinde, sondern die meinen es gut mit mir. Die sind deswegen so konsequent und so hinterher auch mit Dingen, dass Dinge bearbeitet werden, weil sie mich ernst nehmen, weil ich wichtig bin. Wenn diese Botschaft ankommt, dann bewegt sich was. Das gelingt nicht immer, aber manchmal ist es wirklich auch wahrnehmbar, dass Kinder, die dann zuallererst mal nicht da sein wollen, dass die dann ankommen, irgendwann merken, ja, okay, ich habe es mir nicht rausgesucht, aber das sind Leute, die begleiten mich, die nehmen sich auch Zeit für mich, wenn es irgend geht. Es gehört, ich glaube, genau diese Haltung dazu, offen zu sein, da ist ein Mensch und der passt nicht in das System, der passt nicht in den Raster, der ist ganz besonders und diesen Menschen möchte ich begleiten und diese Gruppe möchte ich begleiten. Wir haben Gruppengröße, so circa 8 Kinder in einer Wohngruppe, das heißt 8-mal unterschiedlichste Lebensgeschichten, unterschiedlichste Problematiken und da versucht man dann Alltag miteinander zu leben. In ist das eine Antwort gewesen? Ja. Viele Gedanken dazu. In Ihrem Leitbild als Träger steht, die Grundlage unserer Arbeit ist die Orientierung am Evangelium von Jesus Christus. Daraus gestalten wir unseren pädagogischen Alltag und entwickeln professionelle Hilfen weiter. Wie sieht das ganz praktisch aus? Also zum einen heißt es zuallererst, dass wir aus einer christlichen Motivation raus gegründet wurden. Vor 200 Jahren ist das Dorf Wilhelmsdorf entstanden und vor 6 Jahre später wurde das Hofmannhaus gegründet als Rettungsanstalt. Damals hat der Gründer von Wilhelmsdorf auch für diese Arbeit diesen Grundgedanken gehabt, wir wollen Menschen begleiten auf ihrem Weg. Und Kinder erziehen, er hatte das genannt, zu mündigen Bürgern dieser und der kommenden Welt. Den Gedanke finde ich schon ganz spannend, weil die damals schon sehr, also es ging damals darum, Menschen in die Gesellschaft reinzubegleiten. Also nicht nur jetzt irgendwie was Missionarisches, Menschen retten, Seelen retten, was auch immer. Nee, es ging darum, Kinder zu erziehen, zu begleiten, dass die einen Platz in der Gesellschaft finden, dass die ihren eigenen Lebensweg gehen können. Und aus dieser Tradition und darauf, das ist uns ganz arg wichtig, daran sich das immer wieder bewusst zu machen. Im Hofmannhaus wurde dann leider auch gab es leider auch Geschichten, die sehr schwierig waren. Es gab Gewalt, es gab leider auch Missbrauchsgeschichten. Also wir haben da ein dunkles Kapitel auch, wie viele andere auch. Wie viele andere Kinderheime und Einrichtungen leider. Ganz genau. Jedenfalls gehört es aber, das gehört damit dazu. Und leider auch jetzt diesen christlichen Gedanke auch
Früher war das da leider auch so, dass man auch da versucht hat, Menschen und Kinder das irgendwie so einzutrichtern. Wir haben da, glaube ich, ganz viel gelernt und letztlich geht es bei uns darum, dass wir nicht irgendwas Christliches draufstehen haben. Also das steht im Leitbild, ja, aber ich finde es nicht wichtig, dass es irgendwo steht, ja, wenn das nicht gelebt wird, wenn es nicht lebendig wird und wenn eben dieser Grundgedanke, du bist ein wertvoller Mensch, wir versuchen deine Stärken zu sehen, wir versuchen dich zu sehen, wie Jesus uns sieht, nämlich als geliebte Kinder Gottes. Ja. Wenn dieser Gedanke erlebt wird, nicht ständig gepredigt wird, aber erlebt wird, dann, und es ankommt, ja, bei demjenigen, ich bin wertgeschätzt, ich bin geachtet, ich muss nicht in ein Bild passen, dann wird es lebendig und dann ist es genau das, was Jesus uns vorgelebt hat und was er uns gesagt hat, was unser Auftrag ist als Christen. Sie haben vorhin gesagt, und das ist das, was Sie erleben, Begleitung der Jugendlichen, der Kinder. Haben Sie jemanden, der Sie begleitet? Ich meine, das, was Sie hören, das, was Sie sehen, ist manchmal auch herausfordernd. Ich kann mir vorstellen, dass manches auch mal doppelt und dreifach verarbeitet werden muss. Wer begleitet Sie auf dem Weg? Ja, also zum einen bin ich dankbar, dass ich tolle Kollegen habe und dass wir, also wenn man da alleine wäre, könnte man das nicht machen. Ich glaube, diese ganze Arbeit, und zwar auf alle Ebenen, sei es jetzt in der Wohngruppe oder in der Tagesgruppe, bei unseren Lehrern, wenn wir nicht wir reden von der Dienstgemeinschaft, ja, wenn ich nicht Kollegen hätte, die mich da begleiten, die mittragen, die immer wieder auch hinterfragen, mit denen ich mich austauschen kann, dann könnte ich das nicht machen. Das ist das eine. Das andere ist, glaube ich, schon, also ich sage immer, jeder Mensch, der bei uns arbeitet, der in dieser Arbeit ist, und das ist, wenn ich mit Menschen arbeite, die sehr belastet sind, dann brauche ich andere Bereiche im Leben, wo ich Kraft herziehe. Ich bin dankbar, dass ich Teil der Gemeinde sein darf, dass ich da eingebunden bin. Ich weiß, dass unsere Einrichtung, die Arbeit, die wir tun, von ganz vielen Menschen auch im Gebet begleitet wird. Das finde ich ganz arg schön. Wir sind Teil des Dorfes, Teil der Gemeinde und da gibt es viele Menschen, die uns da unterstützen. Ich war lange im Hauskreis, hatten wir jetzt längere Zeit nicht mehr. Ich bin dankbar, dass ich eine Frau habe, mit der ich glücklich verheiratet bin, schon ganz, ganz, ganz lange und mit der ich natürlich sehr viel auch teilen kann. Datenschutz ist immer ganz arg wichtig, aber sie weiß trotzdem natürlich ganz arg viel, was mich umtreibt und das ist total gut. Und natürlich, das ist schon das, wo ich am meisten letztlich auch Kraft herziehe, glaube ich. Aus meinem Gemeindeleben drumherum, aus dem, dass es noch außerhalb, also dass es auch andere Bereiche gibt. Vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie da waren, dass Sie uns ein bisschen in Ihre Arbeit mit reingenommen haben und auch in das, was Sie da durchträgt. Und das können wir, glaube ich, auch einfach auf verschiedene Leben übertragen. Vielen Dank. Sehr gerne. Ich lese aus Lukas 22 ab Vers 54, die Verleugnung des Petrus. Sie ergriffen ihn aber und führten ihn ab und brachten ihn in das Haus des hohen Priesters. Petrus aber folgte von ferne. Da zündeten sie ein Feuer an mitten im Hof und setzten sich zusammen. Und Petrus setzte sich mitten unter sie. Da sah ihn eine Magd am Feuer sitzen und sah ihn genau an und sprach, dieser war auch mit ihm. Er aber leugnete und sprach, Frau, ich kenne ihn nicht. Und nach einer Weile sah ihn ein anderer und sprach, du bist auch einer von denen. Petrus aber sprach, Mensch, ich bin's nicht. Und nach einer Weile, etwa nach einer Stunde, bekräftigte es ein anderer und sprach, wahrhaftig, dieser war auch mit ihm, denn er ist ein Galiläer. Petrus aber sprach, Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und alsbald, während er noch redete, krähte der Hahn. Und der Herr wandte sich und sah Petrus an. Und Petrus gedachte an des Herrn Wort,
wie er zu ihm gesagt hatte: Ehe heute der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Kennen Sie Theo van Gogh? Der war 4 Jahre jünger als sein Bruder Vincent, den berühmten Maler. Theo soll dafür viel vernünftiger gewesen sein als Vincent. Der galt nämlich als Versager. Heute sagen viele, dass es Vincent van Gogh als Erstgeborener einfach schwer hatte, den Erwartungen der Eltern gerecht zu werden und es ihm an Liebe und Anerkennung fehlte. Sein kleiner Bruder Theo glaubte aber an ihn. Auch dann, als Vincent ohne Schulabschluss untätig und depressiv herumhing, mit sich und der Welt zerstritten. Theo war der Begleiter seines Bruders Vincent. Die beiden haben sich über 600 Briefe geschrieben. Theo, ein geschickter Kunsthändler, schickte seinem lebensuntüchtigen Bruder Vincent regelmäßig einen Teil seines Monatslohns. Wohl wissend, dass er diesen auch mit Alkohol und im Bordell durchbrachte. Vincent konnte durch Theos Unterhaltszahlungen Kunst studieren. Aber Vincent malte Bilder, die niemand haben wollte. Niemand außer Theo. Der versuchte, die Bilder seines Bruders zu verkaufen, aber auch nur mit mäßigem Erfolg. Wenige Monate nach dem Selbstmord von Vincent ist auch sein Bruder Theo gestorben. Manche sagen, er habe sich an der Aufarbeitung des Lebenswerks seines bis zum Tod erfolglosen Bruders Vincent überarbeitet. Heute gilt Vincent van Gogh als Begründer der modernen Malerei und seine Bilder erzielen Rekordpreise. Theo sei Dank. Wohl dem, der in seinem Leben einen Unterstützer hat. Wohl dem, der jemanden hat, der das Potenzial sieht, der Unzulänglichkeiten in Kauf nimmt und bereit ist, Lebensbegleiter zu sein, auch wenn das bis zur Selbstaufopferung führen kann. Vielleicht ist die Geschichte der Van Goghs ein zu großes Beispiel, aber könnten Sie solche Lebensbegleiter für sich benennen? Oder sind Sie vielleicht sogar selbst ein Lebensbegleiter für andere? Ich kann mir gut vorstellen, dass Theo van Gogh seinerzeit nicht verstanden wurde. Wie konnte er seinen nichtsnutzigen Bruder nur unterstützen? Wahrscheinlich würde man heute von Co-Abhängigkeit sprechen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Theo schon damals immer wieder gewarnt wurde: Mensch, du investierst da in einen hoffnungslosen Fall. Theo, du bleibst selbst auf der Strecke, wenn du nicht aufpasst. Warnungen, die wir auch heute noch aussprechen, wenn sich Menschen um andere sorgen und sich dabei selbst aufopfern. Und so berechtigt solche Warnungen auch sind. Wer Menschen begleitet, Potenziale sieht und dabei unermüdlich ist, handelt göttlich. Die Geschichte der Van Gogh-Brüder passt so gut in die Reihe der Geschichten Gottes mit den Menschen. Da können wir die Bibel von Anfang bis zum Ende durchgehen. Die Geschichten handeln von menschlichen Unzulänglichkeiten und dem barmherzigen und unermüdlichen Eingreifen Gottes. Wenn Menschen am Ende sind, sagt Gott ihnen immer wieder seine Begleitung zu. Das lesen wir zum Beispiel in Jesaja 41. Du aber, Israel, mein Knecht, Jakob, mein Auserwählter,
Du Same Abrahams, meines Freundes, den ich von den Enden der Erde ergriffen und aus ihren entferntesten Winkeln berufen habe und zu dem ich gesprochen habe, du bist mein Knecht, ich habe dich auserwählt und nicht verworfen. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Sei nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ja, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Gott verwirft nicht. Kein Abraham, wenn er seine Frau dem Pharao verkauft und Gottes Zusagen mit seiner Sklavin Hagar nachhelfen möchte. Kein Jakob, wenn er seine Familie mehrmals betrügt und ein schlechter Vater ist. Kein Volk Israel, das oft eigene Wege geht. Gott verwirft die Menschen nicht, sondern stärkt, hilft und vertreibt alle Angst vor der Zukunft. Und es gilt auch für sie und für mich. Gottes Art, Menschen zu begleiten, zu fördern und zu entwickeln, wird besonders im Leben von Jesus deutlich. Die Evangelien berichten ausführlich von einzelnen Menschen, die durch eine Begegnung mit Jesus ihr Potenzial entfalten. Die verstoßene Frau am Jakobsbrunnen wird zur Botschafterin der Versöhnung. Der Betrüger Zachäus wird zum Großspender. Der kleine Junge mit dem Vesperbrot sorgt dafür, dass Tausende satt werden. Der erfolglose Fischer Petrus wird zum Mitbegründer der Christenheit. Und da können wir jetzt ewig so weitermachen. Es gibt unzählige solcher Geschichten. Und es ist bemerkenswert, welche Reichweite Jesus schon zu seinen Lebzeiten hatte. Und umso erstaunlicher, dass sein Fokus eigentlich nur auf 12 jungen Männern lag, die er begleitet hat und die er geschult hat. Weil er das Potenzial in diesen 12 jungen Menschen sah. Er hat gesehen, was Gott in sie hineingelegt hatte. Und dass er das gut gebrauchen konnte, um seine Botschaft der Versöhnung in die Welt zu tragen. Und jetzt hat Jesus aus diesen 12 jungen Männern noch 3 ausgesondert, nämlich Petrus, Jakobus und Johannes, um sie intensiv zu begleiten. Und es reicht nicht, die Evangelien zeugen davon, dass er aus diesen 3 den Petrus nochmal in eine ganz besondere Schule genommen hat. Jesus hat sich in Einzelne investiert, die wiederum Multiplikatoren für seine Botschaft waren. Was sagt uns das? Gott weiß um ihre und um meine Potenziale. Als er sie und mich schuf, standen ihm nicht nur unser Wert und unsere Möglichkeiten vor Augen, sondern hat von Anfang auch schon das Ziel mit uns im Blick. Und es sind Begegnungen mit dem lebendigen Gott. Und Gott weiß dabei auch um unsere Unzulänglichkeiten. Das ist ihm bewusst. Aber die hindern ihn nicht im Geringsten daran, an uns festzuhalten. Ja, es hat sogar Gottes Selbstaufopferung am Kreuz gefordert, ihr und mein Potenzial voll zu entfalten und uns zum Ziel zu bringen. Der auferstandene Jesus ist es, der seinen Jüngern verspricht, und seinen Jüngern, ihnen und auch mir, ich bin bei euch alle Tage, bis an das Ende der Welt, steht in Matthäus 28, 20. Der Schöpfer von Himmel und Erde möchte unser Wegbegleiter sein. Und ich kann von mir sagen, dass ich die Unterstützung eines Wegbegleiters täglich nötig habe. Die Möglichkeiten und auch die Leidenschaft meines Schöpfers sind dabei weit umfassender als die eines Theo van Goghs in der Begleitung seines Bruders Vincent. Wenn ich mir nur die Erzählung von Jesus in Matthäus 18 vor Augen führe,
dass Gott uns nachgeht, wie ein Hirte einem verlorenen Schaf nachgeht, weil er nun mal die Verantwortung für seinen Besitz ernst nimmt, seinen Besitz, seine Schafe, sie und mich. Und deswegen hört er nicht auf zu suchen, bis das Verlorene in Sicherheit ist, beim Hirten ist. Und besonders schön finde ich, wie Jesus seine Nachfolger begleitet, die nach seiner Kreuzigung von Jerusalem nach Emmaus unterwegs sind. Frustriert und hoffnungslos verlassen sie den tragischen Ort, an dem ihr Vorbild Jesus hingerichtet wurde. In ihrer Depression bekommen sie einen scheinbar fremden Begleiter. Ein Begleiter, der ihnen therapeutisch das große Ganze und das ganz große Gottes erklärt. Erst später verwandeln sich die Worte und Gesten des fremden Begleiters in eine Begegnung mit dem Auferstandenen. Das ist für mich typisch Jesus. Er begleitet, wenn wir am Ende sind, und lässt dadurch neue Hoffnung entstehen. Aber das alles bleibt nur Theorie oder bestenfalls nachvollziehbare Theologie, bis man die Spuren der Begleitung Gottes ganz persönlich bei sich entdeckt. Ich persönlich erkenne die Begleitung Gottes vor allem im Rückblick auf mein Leben und manchmal auch ganz zufällig so blitzlichtartig in meinem Leben. Mir fallen Situationen ein, in denen ich es nicht geschafft habe, meinen Willen durchzusetzen, und im Nachhinein erkenne ich, Mensch, wie gut war das, dass Gott dieses Gebet nicht beantwortet hat. Ich hätte vielleicht die falsche Frau geheiratet oder wäre den falschen Weg gegangen. Wie gut, dass er mich bewahrt hat. Trotz vieler Fehler gibt mein Glaube mir die Gewissheit, dass Gott mich nicht verstößt. Und es sind es vor allem immer wieder Menschen, die mich diesen Glauben spüren lassen, weil sie mich auch nicht verstoßen, obwohl sie allen Grund hätten dazu. Ich erlebe, wie sie mir immer wieder vergeben und mich in Liebe annehmen und erfahren lassen. Mensch, Gott ist für dich da, Johannes, auch wenn du so bist, wie du bist. Viele Wegbegleiter haben mich in dunklen Zeiten schon ermutigt und gestärkt. Und nicht selten sind meine Begleiterinnen und Begleiter überrascht, wenn ich ihnen berichte, an welcher Stelle sie mir Mut gemacht haben und wie mir eine Geste oder ein Wort, eine Begegnung neue Perspektive geschenkt hat. Und ich möchte mir wirklich vornehmen, noch viel bewusster wahrzunehmen, wo mir Begleitung wichtig geworden ist und wichtig ist, und es den Menschen dann auch sagen. Ich erkenne die Begleitung Gottes auch im Alltag. Oft bitte ich um ein Zeichen der Gegenwart Gottes und dann bin ich manchmal wirklich auch überrascht, obwohl ich vorher darum gebeten habe, wie meine Gebete erhört werden. Da zeigt sich Gott zum Beispiel in einem Bibelvers, der genau in meine Situation spricht, und ich weiß gar nicht, warum, dass ich den gerade lese. Aber er ist da. Oder ein Lied wird mir unverhofft zum Ohrwurm und das über Tage hinweg. Und ich merke, Mensch, diese Verse, diese Worte aus diesem Lied, die haben Kraft. Da verschwindet plötzlich ein Problem durch eine göttliche Wendung, zumindest durch eine Wendung, die ich gar nicht auf dem Schirm hatte und die ich gar nicht erklären kann. Gottes Begleitung sehe ich auch, wenn Menschen, denen ich selbst Begleiter geworden bin, ihr Potenzial entfalten. Es ist immer wieder unglaublich, was Gott mit Menschen macht. Wir alle sind auf dem Weg und brauchen Begleitung. Die Begleitung Gottes erleben wir konkret in der Begleitung unserer Mitmenschen. Wir handeln göttlich, wenn wir andere Menschen begleiten und ihnen helfen, ihr Potenzial zu entfalten, ihren Weg und ihr Ziel zu finden. Gibt es Menschen, denen Sie eine Begleiterin oder ein Begleiter sind? Vielleicht fällt Ihnen ja heute jemand ein, den Sie ermutigen können. Vielleicht können Sie einen Beitrag dazu leisten, dass ein Mensch seine Gaben entfalten kann
und mehr zu dem wird, was der Schöpfer selbst in ihm sieht. Ja, möglicherweise gibt es auch schon Menschen, für die sie Begleitung sind und vielleicht auch schon über Jahre hinweg. Vielleicht stellen Sie sich da auch manchmal die Frage, wie viel Begleitung muss ich denn noch investieren? Gibt es bei dem oder der überhaupt noch Hoffnung? Wenn wir Menschen intensiv begleiten, ja, dann laufen wir Gefahr, auszubrennen. Und dann ist es wichtig, dass wir selbst Begleitung in Anspruch nehmen. Begleitung durch Menschen, aber vor allem durch den Gott, der sagt, ich bin bei dir. Jeden Tag, hab keine Angst. Ich bin bei dir, geh nicht weg. Ich bin dein Gott. Ich will dich stärken. Ich will dir auch helfen. Und ich möchte dich an meiner rechten Hand halten und für dein Recht sorgen. Amen. Ich lade Sie ein, mit mir zusammen vor unseren lebendigen Gott zu treten und zu beten. Heiliger Gott und Vater, ich kann es manchmal gar nicht glauben, dass dir die Begleitung von mir nicht zu viel wird. Ich danke dir, dass du mein Lebensbegleiter bist, durch Höhen und durch Tiefen. Danke, dass du mein Potenzial siehst, wo ich es nicht erkenne und schon gar nicht die Menschen meiner Umgebung. Und ich danke dir, dass du an mir festhältst, auch wenn ich am Ende bin. Ich danke, dass das nicht nur für mich gilt, sondern für die gesamte Menschheit, für jeden, der seine Vertrauen auf dich setzt. Und ich möchte dich bitten, dass du uns Mut, Kraft und Freude gibst, wieder neu unser Vertrauen in dich zu setzen und zu sagen, Jesus, wir brauchen deine Begleitung. Heute, jetzt. Und ich danke dir, dass dir dabei unsere Situationen nicht fremd sind, sondern dass du sie konkret vor Augen hast. Und danke Gott, dass du auch die Menschen siehst, denen wir zur Begleiterin oder zum Begleiter geworden sind. Und du siehst die Herausforderungen, mit denen sie es zu tun haben. Und wir können keine richtigen Begleiter sein, ohne dass du uns unterstützt, uns Kraft, Zuversicht und Hoffnung gibst. Lass uns gute Begleiter sein und begleite du uns auch weiter. Amen. Und gemeinsam wollen wir beten, wie Jesus es uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Vielen Dank, dass wir Sie heute wieder begleiten durften. Danke fürs Zuschauen und Mitfeiern. Und wir sind auch für Sie erreichbar. Wenn Sie was auf dem Herzen haben, dann melden Sie sich gerne bei uns. Wir beten auch gerne für Ihre Anliegen. Gott mit Ihnen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.